So, da wären wir jetzt in Orville. Also, was müssen wir alles tun? Wir müssen Umbrick suchen. Also, müssen nicht unbedingt, aber es klingt ja schon recht interessant, was hier in der Gegend passiert. Dem sollten wir also nachgehen. Dann sollten wir auf jeden Fall ein Gasthaus suchen, damit sich unsere Gruppe erstmal wenig ausruhen kann von diesem Trip. Das war ja auch recht anstrengend. Dann brauchen wir auf jeden Fall Proviant. Und wir haben immer noch ein paar Waffen, die wir loswerden wollen, seitdem wir Dorval verlassen haben. Ja, also gucken wir uns erstmal um. Lassen Terek seine Karte zeichnen und hoffen einfach mal, dass hier jede Menge Händler sind. Aber es sieht schon mal gut aus. Ist alles ein wenig größer. Überall Steinhäuser, das lässt hoffen, dass die Stadt ein wenig reicher ist. Nein, wir wollen nicht einbrechen. So, noch ein Tempel. Und ein Hafen, okay. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt mit dem Boot wieder zurückfahren, denn ich hätte diese ganze Kletteraktion gar nicht machen müssen. Und wir können gucken, ob wir da durch können. Obwohl ich das ein bisschen bezweifle. Aber na gut. Sind wir jetzt mit der Karte fertig? Und wir haben drei Händler. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass es schon langsam dunkel wird. Wie spät haben wir es? 16 Uhr. Komm, müssen wir uns beeilen. Die Zeit geht so schnell vorbei. Und ein Waffenhändler. Super. Und es ist Liskolf Angerson. Mir wurde gesagt, ich soll eher auf den Namen hier achten, als auf den Text, der da gleich kommt. Weil da kann es dann halt mal Männlein, mal Weiblein sein. Das hier unten ist die eigentliche Angabe. Also das Liskolf klingt auf jeden Fall männlich. Das heißt, Gwendolyn darf ihr Glück versuchen. Das heißt, wir stellen uns erstmal vor. Wir sind beeindruckt. Muss man ja in Schwärmen kommen. So. Das war jetzt das obligatorische Schmeicheln vorher. Und jetzt wollen wir verkaufen. Und zwar zwei Rapiere. Das ist okay. Das ist ihre Ersatzwaffe. Der Kukris-Dolch kann weg. Du hast das ganze Werkzeug und eine Ersatzwaffe. Die ganzen Rapiere allerdings können weg. Gerugon hat einen Säbel und noch einen Säbel. Den verkaufen wir mal. Unbedingt dran denken, für Gerugon zwei lange Schwerter zu kaufen. Sonst hat er nichts. Was schaut es bei Mürrim aus? Sie hat nur noch 14 Pfeile. Da sollten wir vielleicht auch noch ein paar neue kaufen. Rapier kann nicht weg, oder? Niam, niam, niam. Hat sie noch eine andere Nahkampfwaffe? Ja, sie hat noch ein Rapier. Und so oft sollte sie eigentlich gar nicht in den Nahkampf gehen. Na gut, erstmal können die beiden Sachen auf jeden Fall weg. Yallen hat ein Rapier, hat auch ein Ersatzrapier. Das klingt mir ein wenig zu paranoid. Zwei Nahkampfwaffen für eigentlich Fernkämpfer und Zauberer mitzuführen. Weil es ist ja auch immer alles Gewicht, ne? Aber besser so, als dass wir später wieder welche kaufen müssen. So, was hat Talana noch? Sie hat noch ein Rapier und ein Skraja. Das kann auch alles weg. Oh, und die rote Robe ist wesentlich mehr wert als die grüne. Na gut, dann kann die grüne auch mal weg. Denn Talana hat es auf jeden Fall verdient, die teure zu tragen. So, wir sind bei 39 Dukaten, 9 Silberlingen. Da feilschen wir nochmal. Wir fangen an mit 40. Auch wenn das vielleicht ein wenig hochgestochen ist. Aber beim ersten Mal dürfte er nicht zu grumpig sein, der Händler. Und Gwendolyn soll natürlich feilschen. Bei Boron, er bringt mich noch ins Grab. Aber gut, hier habt ihr das Geld. Sehr schön. Also eigentlich hätten wir 40 Dukaten bekommen sollen und wir bekommen 55. Schick, schick. So. Gehen wir mal raus hier und kaufen gleich ein. Wir brauchen, was zur Hölle ist das? Ein schwerer Dolch, okay. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Langschwerter. Eins, zwei. Das sind schon mal 20 Dukaten wieder weg. Terek hat seine Orknase und eine Skraja als Ersatz. Gwendolyn und die Elfen haben ihre Rapiere. Wir brauchten noch Pfeile. Hatte aber nicht. Oh, und wir könnten hier einen Schuppenpanzer kaufen. Das ist ganz schick. Also recht viel Rüstungsschutz. Das Problem ist nur, dass dadurch die Attacke und Parade auch runtergeht, weil die Charaktere halt zu sehr durch belastet werden.
Plattenzeug könnten wir auch noch gebrauchen. Lederharnische. Was habt ihr momentan? Ihr habt einen Waffenrock. Da ist ein Lederharnisch besser. Also der hat jetzt Rüstungsschutz 6. Jetzt hat er 3. Also der Lederharnisch bringt 3 Rüstungsschutz. Kann man das auch so angucken? Ja, aber stehen keine Werte bei. Na gut, er hat jetzt Rüstungsschutz 5. Rüstungsschutz 3. Also Waffenrock 2 Rüstungsschutz. Lederharnisch 3 Rüstungsschutz. Und sonst haben wir nichts Großartiges. Das heißt, wir probieren jetzt erstmal... Oh, die Krötenhaut kostet weniger als ein Lederharnisch. Hat aber wahrscheinlich den gleichen Rüstungsschutz, oder? Und wie schaut's mit Eisenhelm aus? Unsere Truppe hat überall Lederhelme und wo es auch geht, Lederzeug. Das heißt, wir könnten zweimal einen Eisenhelm kaufen und zweimal Plattenzeug für Tirik und Gerugon. Also, 1, 2 Eisenhelme, 1, 2 Plattenzeug. Was für eine Rüstung hat sie? Sie hat auch nur einen Waffenrock. Das heißt, ihr können wir mal eine Krötenhaut kaufen. Dann können wir auch gleich gucken, wie viel Rüstungsschutz das bringt. Und wenn es nicht so viel bringt, dann kann sie mit Gerugon tauschen und Gerugon kriegt dann so einen Schuppenpanzer. So, was haben wir hier noch? Zwei Händer trage ich ungerne. Eisenschild. Was für Schilder habt ihr? Ihr habt nur einfache kleine Holzschilde. Davon könnten wir auch noch 2 nehmen. Auch wenn die wahrscheinlich ziemlich schwer sind. So, Kettenzeug wollten wir nicht. Obwohl, Gwendolyn kann Kettenzeug tragen. Aber kein Plattenzeug. Dann geben wir ihr einmal Kettenzeug. Dass sie keine Pfeile haben, finde ich wirklich irritierend. Und auch schade. Aber sei es drum. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein in Ausrüstung. Das heißt, wir feilschen. Und probieren nochmal 40. Gwendolyn. Und es hat sofort geklappt. Das ist doch mal sehr schön. Danke, Liskolfs Angerson. Nun das ganze Zeug verteilen. Also, Gerugon hat das Gewichtslimit erreicht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir werden gleich auch wieder nochmal rein müssen und das ganze Zeug wieder verkaufen. Also die alten Schilde, die alten Helme, die Säbel von Gerugon und so weiter und so fort. Da dürfte auch wieder was bei rumkommen. Und Gwendolyn kann nicht tragen. Ja, das sollte auch eigentlich zu Talana und nicht zu dir. So, du kannst den Helm auch schon mal Talana geben. Du kannst keine Helme tragen, richtig? Richtig. Sehe auch ein wenig komisch aus. Aber es sind halt klassische Magier. Es gibt auch in anderen Rollenspielen Magier, die tragen sogar teilweise Eisenkäppchen. Oder Merlin zum Beispiel. Von dem wurde auch gesagt, also in der Legende, dass er ein Eisenkäppi getragen hat. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass es in manchen Rollenspielen so verpönt ist. Wahrscheinlich, weil es zu stark wäre, wenn Magier auch noch schwere Rüstung tragen könnte. So, das Lederzeug kann auch weg. Talana kann nichts mehr tragen. Yallin kann auch was tragen. Gut, gut. Das ist jetzt Plattenzeug? Richtig. Nee, kein Plattenzeug am Kopf tragen. Das sollst du am Arm tragen. Die Krötenhaut war für Gwendolyn. Gwendolyn kann immer noch nicht genug tragen. Geht das Schwert inzwischen zu Gerugon? Ja. Das Ersatzschwert auch. Komm schon. Ja. Tirik wird bestimmt nicht das Schild tragen können. Ah, so. Ja, ich freue mich schon, wenn wir noch 1, 2 Levelaufstiege haben. Damit das mit dem Gewicht alles ein bisschen besser klappt. Aber momentan ist das so ein Hin- und Her-Gewusel. Die Krötenhaut zu Gwendolyn? Nein, dann muss sie erst ihren Waffenrock an Yallin geben. Yallin hat auch kein... Ah. Genau das meinte ich mit den... Mürrum vielleicht? Ja. Genau das meinte ich mit den Gewichtsproblemen bei schwerer Rüstung. Die können nachher gar nichts mehr tragen, außer das, was sie am Leib haben. So, jetzt aber. Du trägst keinen Waffenrock mehr, kannst jetzt die Krötenhaut tragen. Sie hat Rüstungsschutz 3... Rüstungsschutz 6. Also, die Krötenhaut bringt genau wie der Lederharnisch 3 Rüstungsschutz, aber kostet weniger.
und sieht cooler aus. Also nicht da, sondern in Kaiser Retos Waffenkammer, die ich auch noch eben rumliegen habe. Das ist das Buch, wo die ganzen Waffen und Rüstungen erklärt wurden bei DSA, also in Pen and Paper. Njam, njam, njam. Eisenhelm. So, Plattenzeug muss zu Tirik. Tirik hat aber den Helm und der Helm muss eigentlich zu Gerugon, aber Gerugon hat keinen Platz mehr. Also muss das kurz zu Mürrum? Mürrum hat auch keinen Platz mehr. Nee, komm, das wird so nix. Wir gehen jetzt nochmal rein. Gehen nochmal bei ihm rein. Sagen nochmal Hallo. Sagen nochmal genau das gleiche wie vorher. Und verkaufen jetzt erstmal den Lederhelm, Lederschild. Hier hat er nichts mehr. Die Sachen müssen auch alle da bleiben. Aber Mürrem hat, den trägt sie. Der Waffenrock kann weg. Ihr Ersatzrapier. Oh, der ist glaube ich eh zerbrochen. Der kann sowieso weg. Dein Ersatzrapier verkaufen wir auch. Und der Helm und das Lederzeug war glaube ich Gwendolins altes. Also das Lederzeug von Gwendolin und der Helm von einem von den beiden. Kann also auch weg. Und die beiden Schilde sowieso. Und der Säbel. Und der Helm. Und da es die letzten beiden Male so gut funktioniert hat, machen wir wieder 40. Gwendolin. Und sofort geklappt. Ich glaube, ich sollte einfach mal 50 nehmen. Das ist, glaube ich, das Maximum. So. Raus hier. Raus hier. Obwohl, ich sollte gar nicht rausgehen. Sonst ist es gleich zu spät und ich komme nicht wieder rein. So, der Metallhelm muss zu Gerugon. Aber vorher muss Gerugon Platz haben, indem er das Schild zu Tirik gibt. Ja, sehr schön. Plattenpanzerzeug auch. Goodie. Alles, was wir jetzt Talana geben, muss verkauft werden später. Das sieht doch gut aus. Also Rüstungsschutz hat er jetzt schon mal 9. Den Waffenrock sollten wir eventuell noch gegen eine Krötenhaut tauschen. Schwere Sachen sollten wir den echt nicht anziehen, sonst wird das viel zu nervig mit dem Management. Also er hat sein Schwert, Schild, Plattenzeug, Helm und Lederrüstung, eine Ersatzwaffe. Tirik ist soweit auch ausgerüstet, auch eine Ersatzwaffe. Und die brauchen die Waffen ja auch wirklich häufig. Gwendolin ist auch im Nahkampf, hat aber keinen Lederhelm mehr. Habe ich jetzt ihren Lederhelm verkauft? Na gut. Aber das Lederzeug kann wirklich weg, richtig? Ja, die haben alle ihres. Also merken. Ein Lederhelm für Gwendolin neu kaufen. Pfeile kaufen, wenn wir sie irgendwo sehen. Das Kettenzeug gehört eigentlich zu Gwendolin. So, das Lederzeug kann dann auch verkauft werden. Und ihr Schild haben wir auch verkauft, ha? Ja, haben wir. Ich sollte da echt ein wenig konzentrierter sein. Also, verkaufen. Gwendolin. Das und das kann weg. 40. Gwendolin gekauft. Also von ihm gekauft. Und jetzt hätten wir gerne nochmal ein Helm und ein kleines Schild. Auf 40%. Und auch ohne Probleme bekommen. So, raus. Und das anziehen. Zack. Zack. So, jetzt müssten wir endlich fertig sein. Jeder hat seine Rüstung. Jeder hat eine Ersatzwaffe, wenn er sie denn wirklich braucht. Und Talana hat nichts mehr dabei, was sie nicht dabei haben muss. Sehr schön. Also haben wir es in dieser Folge erfolgreich geschafft, unsere Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Ja, da es jetzt schon ein bisschen später ist, werden wir uns in der nächsten Folge eine Herberge suchen und danach die beiden anderen Geschäfte mal abklappern, ob es da irgendwo Pfeile gibt. Aber erstmal speichern. Ja, genau, 137. Du bist eigentlich LP 18 inzwischen. Also bis gleich.